Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in diesem Video. Heute geht es um 5 Veränderungen im Jahr 2017 und ich werde euch dazu einfach aus einem Zeitungsartikel vorlesen von der SVZ. Die meisten von euch kennen die Zeitung wahrscheinlich nicht. Es ist die Schweriner Volkszeitung, also aus meiner Stadt, woher ich komme. Und wir haben ja nicht mal 100.000 Einwohner, deswegen werden die wenigsten von euch diese Zeitung kennen. Und da gibt es jetzt einige Veränderungen im Jahr 2017. Ich setze dazu meine Brille auf. Und die wichtigsten Veränderungen im Bereich der Geldanlage, die werde ich euch jetzt nennen. Und auch ein Punkt, der auch nicht unwesentlich ist, im Bereich der Einkommensteuer. Ja, was ich von der Riester-Rente und Rürup-Rente halte und auch für Lebensversicherung, das wissen sicherlich die meisten von euch, nämlich so gut wie gar nichts. Dennoch gibt es ja einige Veränderungen, die ich nicht vorenthalten möchte. Und zwar erstens bei der Rürup-Rente. Hier ist es so, Inhaber einer Basis- oder Rürup-Rente können einen größeren Teil ihrer Beiträge steuerlich als Sonderausgaben geltend machen. Maximal sind 19.624 Euro abzugsfähig. Im Bereich Lebensversicherung ist es so, ja, ich habe es ja bereits vor einigen Jahren vorausgesagt, wie sich die Weiterentwicklung bei den Garantiezinsen entwickeln wird, nach meiner Prognose. Und tatsächlich, es ist alles so gekommen und es kommt sogar noch schlimmer. Und jetzt halte dich fest, für klassische Lebensversicherungen, die ab dem 1. Januar 2017 abgeschlossen werden, ich muss dazu sagen, wer jetzt eine Lebensversicherung abschließt, ja, dem ist nicht mehr zu helfen, der hat auf jeden Fall etwas nicht verstanden, gilt ein niedrigerer Garantiezins von 0,9 statt derzeit 1,25%. Es ist der Zinssatz, den die Versicherer ihren Kunden maximal, das ist ganz, ganz wichtig, was viele Kunden nicht wissen, maximal auf den Sparanteil zusagen dürfen. Für Kunden mit älteren Policen gelten die in ihrem Vertrag garantierten Leistungen. Und dieser Sparanteil ist ganz, ganz wichtig. Der ist ja im Durchschnitt bei 70 bis 80%. Ja, das heißt also, wenn man eine Anlage hat und diese wird verzinst, dann werden nur diese 70 bis 80% letztlich mit 0,9%, also bis zu diesem Zinssatz, garantiert. Ja, höhere Garantien sind nicht möglich. Eher wahrscheinlich noch niedriger. Also die Lebensversicherung nach Inflation. Inflation wird ja jetzt allein dieses Jahr höchstwahrscheinlich nach ersten Prognosen bei ungefähr 2% liegen. Das heißt, allein wenn man nur den Sparanteil nimmt, macht man statt Vermögensaufbau Vermögensvernichtung. Ja? Aber ich möchte nicht den Rahmen dieses Themas sprengen. Ja, die betriebliche Altersvorsorge mit der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung erhöht sich auch jener Teil des Gehalts, der steuerfrei in Pensionskassen, Pensionsfonds oder Direktversicherung investiert werden kann. Der geförderte Höchstbetrag klettert von 2.976 Euro auf 3.048 Euro pro Jahr. Auch hier muss man sagen, wenn man die wahre Inflation dazu rechnet, dann ja, kann man sich seinen Teil dazu denken. Also auch die offizielle Inflation, die wohlgemerkt im Jahr 2017 wohl bei ungefähr 2% liegen wird, ist natürlich auch schön gerechnet und ist in Wahrheit wesentlich höher, wie es auch immer wieder auch in den Videos schon erläutert habe. Ja, ein weiterer Punkt, der nicht unwichtig ist, das ist der Grundfreibetrag. Der Grundfreibetrag sorgt dafür, dass geringe Einkommen nicht zusätzlich von Steuern belastet werden. Im Jahr 2017 soll der Betrag um 168 Euro steigen. 2016 waren es 180 Euro. Alleinstehende müssen erst ab einem Einkommen von 8.820 Euro im Jahr Steuern an den Staat abtreten. Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften verdoppelt sich der Freibetrag auf 17.640 Euro. Natürlich auch, er hört sich schön an. Ja. Ja gut, hier auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, finde ich auch persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, schön, wenn man das weiß. Allerdings, wenn es einen betrifft, ist natürlich, also wenn man nur so wenig Geld verdient, ja,
dann ist natürlich das Ganze so oder so, sagen wir mal, ausbaufähig. Ja? Dann Einkommensteuern, auch wichtig, hat zwar nicht, ja auch nicht direkt was mit Anlagen zu tun, doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch in diesem Video als letztes nicht vorenthalten möchte. Die Eckwerte des Einkommenssteuertarifs werden ausgeweitet, sodass einige Steuersätze erst bei höheren Einkommen greifen. Damit wird der Effekt der kalten Progression eingedämmt. Der Steuersatz fängt mit 14% bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 8.821 Euro, also bei Singles, an und steigt mit dem Einkommen allmählich auf bis zu 42% ab 54.058 Euro. Ja, das wie gesagt, die Änderung also zum Bereich Einkommensteuer, Grundfreibetrag, Lebensversicherung, der Rürup-Rente und der betrieblichen Altersvorsorge. Also ich hoffe, dass dort zumindest den einen oder anderen von euch, der davon vielleicht noch nichts mitbekommen haben sollte, das auf dem Radar hat und so vielleicht auch besser seine Jahresplanung womöglich anpassen kann bezüglich das Geld, was er dann womöglich mehr hat, besser beiseite legen kann. Vielleicht ja in Gold oder in einen Goldsparplan. Ja, warum nicht? Denn du weißt ja, meiner Meinung nach, Gold gehört in jedes gesunde Vermögensportfolio dazu. Und gerade in aktueller Zeit, wo die Lage sich immer weiter verschärft, also die nächste Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit auf uns unweigerlich zukommt, der nächste Crash höchstwahrscheinlich gewaltig sein wird, weil die Staaten mittlerweile hoch verschuldet sind und natürlich auch aufgrund des günstigen Goldpreises kann man dann natürlich womöglich für sich, wenn man die Möglichkeiten hat, zusätzlich Geld absichern und somit auch auf den nächsten Crash vorbereitet sein und vielleicht auch von kommenden Preissteigerungen im Goldbereich umso mehr profitieren. Das war's in diesem Video. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin. Dein Matthias. Ciao, ciao.